das Problem, dass das Gerät bei einer Minute stehen bleibt und man fragt sich, warum das so ist. Diese eine Minute ist eine Art Fehlercode, das Gerät konnte irgendetwas nicht machen. Meistens hängt es mit diesem Wärmetauscher zusammen. Wichtig ist, dass er beim Startvorgang, wie in diesem Video, komplett bis oben gefüllt wird. Das dauert natürlich ein paar Sekunden. So, jetzt ist er gleich komplett gefüllt. Dann kommt er zum Überlauf, läuft über das Gebergehäuse in das Gerät. Sollte das bei euch nicht der Fall sein und der Wärmetauscher gar nicht erst volllaufen, schaut euch unten diese beiden Ventile an. Das rechte Ventil ist dafür da, die Wassertasche oder beziehungsweise den Wärmetauscher zu schließen und zu öffnen. Jetzt wird es angesteuert, jetzt läuft die Wassertasche leer. Diese Ventile verklemmen sich relativ häufig. Dazu nehmt ihr die beiden Schrauben, das sind Torx-Schrauben, heraus, zieht das Ventil vorsichtig heraus. Es kommen noch ca. 1,5 bis 2 Liter Wasser hinterher. Das ist aber nicht schlimm. Dieses Ventil ist noch funktionstüchtig. Euer Ventil wäre möglich, dass das verklemmt ist. Das kann man auseinanderziehen. Dahinter sitzt eine Feder, die meistens etwas rostig ist. Macht das Ganze schön sauber. Hier seht ihr diese Feder und das Ventil. Wie gesagt, das Ventil ist noch ganz. Oftmals ist die Feder verrostet und verklemmt und dann schließt und öffnet dieses Ventil nicht. Nachdem ihr das sauber gemacht habt, baut ihr den ganzen Spaß wieder ein. Zieht dabei die Schrauben relativ gleichmäßig an. Also nicht erst die obere komplett straff und dann die untere. Fangt am besten oben an mit der Schraube und dann bei der unteren etwas nachziehen. Ihr seht, das ist ein kleines bisschen fummelig, weil es eng ist. So, jetzt sitzt es wieder richtig drauf. Dann nehmt ihr euch die Schrauben, wie gesagt, entweder erst unten ein Stückchen anziehen und dann oben oder genau andersrum, das spielt keine Rolle. Zur Information, das Ventil daneben ist für den Salzbehälter da. Falls ihr in eurem Geschirrspüler Kalkrückstände habt oder euer Geschirr salzig schmeckt, ist das linke Ventil verklemmt. Für den Wärmetauscher definitiv das rechte. Es kommt zwar auch mal vor, dass diese Ventile kaputt gehen, aber das ist doch relativ selten. Meistens sind sie wirklich nur durch den Rost verklemmt. Und so bekommt ihr das Ganze wieder in Gang. Achtet natürlich beim ersten Probelauf darauf, dass alles wieder schön dicht ist.